Herzlich willkommen zu meinem Videoguide zu Black Desert. Genau gesagt zum Knowledge Guide, dem Wissensguide. Es geht darum, in Black Desert gibt es sogenannte Knowledge Einträge. Das heißt, ihr könnt Wissen ansammeln über Bewohner, über die Fauna, Landschaft und vieles, vieles, vieles mehr. Normalerweise ist das in MMOs so, dass wir den Fragezeichen folgen, um Quests zu bekommen. Hier in Black Desert ist es anders. Die Fragezeichen zeigen euch an. Hier gibt es einen Knowledge-Eintrag. Das wäre also zum Beispiel jetzt gerade vor mir der Arkan, den ich ansprechen könnte. Und damit würde ich einen Wissenseintrag bekommen. Ich könnte jetzt also theoretisch das Wissensmenü aufrufen und seine Geschichte kurz nachlesen oder den Beitrag, der da geschrieben wurde. Ein wahres Fest für Rollenspieler und für Lore-Experten. Oder solche, die es werden wollen, wäre ja auch möglich. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, am Anfang des Spiels hier durchs Dorf zu rennen. Achtet euch mal oben links, beim Level seht ihr 6 von 30. Merkt euch mal diese 30, wir kommen später noch dazu. Nun ja, jedenfalls würde ich euch empfehlen, hier durchs Dorf zu rennen, all die Fragezeichen abzuklappern und vielleicht ganz kurz ein Gespräch mit ihnen zu führen. Ich breche das Gespräch hier immer ab, da ich die Wissenseinträge A schon habe und B noch auf die deutschsprachige Version warte. Die würde ich dann eher wieder Korrektur lesen. Doch dazu später mehr. Wir sammeln hier also jetzt gerade Wissen an über dieses Dorf. Und warum machen wir das? Wegen ihm hier, Curtis. Wenn wir Curtis jetzt anschauen, dann seht ihr vielleicht dieses Fragezeichen, das hier um ihn kreist. Wenn wir ein bisschen weggehen, verschwindet der Kreis, hier ist der Kreis wieder, jetzt ist er wieder weg und da ist der Kreis erneut. Dieses kreisende Fragezeichen zeigt an, er hat eine Quest für uns, die ein bisschen versteckt ist. Bei jedem NPC, der interessant ist, gibt es so einen Kreis, aber nicht bei jedem Kreis gibt es Zeichen. Dementsprechend untersucht bitte die NPCs. Und jetzt zum Detail. Hier wird es eine Quest geben für 200 Punkte. Ich gerade im Moment aber einen Beliebtheitspunkt bei ihm. Also wir sind noch lange nicht beste Freunde. Ich muss hier einiges leisten, damit das weitergeht und ich mit ihm dann ein Gespräch führen kann. Sein Gesprächsthema, das ihn interessiert, ist oben dieses Interest-Knowledge-Status. Ihm geht es um die Bewohner von Olbia. Bisher habe ich nur 3 Stück davon interessiert, von diesem Themenkreis, den ihn interessiert. Und es würde 11 geben. Das heißt, mir fehlen noch 8, um dieses Gespräch mit ihm zu führen, das wir später sehen werden. Das heißt, jetzt geht es vor allem darum, diesen Interessenstamm voll zu bekommen. Das heißt, die verschiedenen NPCs zu finden, um das Gespräch eben mit ihm zu führen. Wir sehen ja schon von Weitem hier zum Beispiel Lolly, zu der kommen wir aber gleich, wir gehen jetzt nochmal kurz rein, denn damit ihr überhaupt seht, um was es hier geht. Diese Conversation könnte ich führen und da geht es hier Resident in Olbia, Requirement Knowledge 3 von 8. Das heißt, ich habe bis jetzt 3 eben NPCs gefunden und ich müsste aber 8 haben. Jetzt kommen wir aber zu Lolly, Lolly ansprechen, merken wir, wir bekommen einen Eintrag und wir werden jetzt feststellen, das ist nicht unbedingt der gleiche Wissensstamm. Denn wir haben immer noch 3 von 8. Hat sich nichts verändert. Das heißt, NPCs werden in Gruppen eingeteilt und Lolly wäre eigentlich in der Gruppe der Händler zu finden. Genau gleich wie jetzt hier Bionier. Und dementsprechend ist alles, was ihr an Wissen sammelt, ist verschiedenen Grundthemen zugeordnet. Dazu müsst ihr euch aber wenig Gedanken machen. Es geht einfach nur darum, damit ihr das System an sich versteht. Dieses Grundthema würde eben dann jetzt ihn interessieren, deshalb suchen wir hier Bewohner. Und dazu noch den Hinweis, schaut auch unbedingt in den Häusern nach, denn Nadia zum Beispiel jetzt hier versteckt sich im Inneren des Hauses. Also, wir haben jetzt verschiedene Bewohner gesammelt, das Dorf abgeklappert und hoffentlich genug Gesprächsstoff gefunden. Ja, 10 von 11, wir können auch das Gespräch aufnehmen. Die Conversation ist jetzt nicht mehr grau hinterlegt. Stattdessen könnten wir jetzt für 2 Energiepunkte, hier oben haben wir jetzt auch 32, das heißt, ich habe 2 mehr gewonnen, könnten wir das Gespräch mit ihm führen. Das heißt, von diesen 10 derzeitigen Punkten könnte ich 2 einsetzen und damit das Minispiel, das wir gleich sehen werden, bei ihm beginnen. Die Energiepunkte wiederum, die habe ich daher, dass ich das Dorf eben abgesucht habe. Denn
Das Knowledge-System wiederum ist verbunden mit den Energiepunkten. Wir sehen hier Energie 1 von 2 und beim unteren auch 1 von 2. Das heißt, ich habe je einen Energiepunkt über die Bewohner und über die Händler von Olivia erhalten, indem ich sie einfach besucht habe. Um den zweiten Punkt zu bekommen, müsste ich jetzt noch dieses Fischerdorf finden. Und hier oben wäre es ein Priester. Dann hätte ich nochmal je einen Punkt und würde also nicht 32, sondern 34 haben. Wie ihr seht, das Knowledge-System dreht sich voran darum, Energiepunkte zu generieren. Ist also durchaus lohnenswert. Die Energiepunkte braucht ihr eben, um zum Beispiel jetzt das Gespräch mit ihm zu führen oder auch im Berufssystem. Also wenn ihr Berufe ergreifen wollt, kostet das ebenfalls Energie und auch viele, viele andere Dinge. Also Energie ist ein sehr wichtiger Wert, dementsprechend ist jetzt das Wissenssystem ein wichtiger Wert und wir wollen ja eben jetzt mit dem Wissenssystem diese 200 Punkte aufbauen. Das heißt, wir starten die Unterhaltung. Bei der Unterhaltung wiederum geht es darum, wir haben jetzt einen NPC mit einem Sternzeichen. Dieses Sternzeichen wechselt, bei ihm ist es jetzt dieses Sternzeichen. Das heißt, ich habe 8 Gesprächspunkte. Deshalb muss ich hier 8 Gesprächspunkte sammeln. Jetzt gerade zeige ich euch, was überhaupt das Thema wäre, die aktuelle Unterhaltung. Ihr müsst ein Grundziel erfüllen bei der Unterhaltung. Das wäre dieses Requirement Talk Freely. Jetzt gerade in diesem Minispiel. Das Ziel ändert von Minispiel zu Minispiel. Talk freely, das heißt ein freies Gespräch, ist das Beste, was ihr erreichen könnt, denn da müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken um das Minispiel machen, sondern könnt einfach frei von der Leber wegreden. Baldos jetzt hier unten ist eines der Gesprächsthemen und Baldos hat jetzt eine Sondereigenschaft. Da muss ich jetzt auch noch kurz ausführen. Combo-Effekte. Es gibt Combo-Effekte. Das ist der unterste Text. After 4 turns, favor will be reduced by 2. Entschuldigung, bei 3 for 2 units. Das ist also ein negativer Effekt. Wir gehen jetzt nicht groß darauf ein. Jedenfalls ist ein negativer Effekt, der sich nach Anzahl Zügen niederschlagen würde. Da ich den negativen Effekt nicht möchte, setze ich den ans Ende, denn ich muss ja trotzdem über ihn reden. So viele Gesprächsthemen habe ich nicht. Ich muss ja diese 8 Felder voll bekommen. Und zwar sollte ich diese 8 Felder so voll bekommen, dass ich ja oben das Ziel der Unterhaltung erreiche, das ja dieses Talk Freely ist. Der Vorteil ist ja, wie gesagt, beim Talk Freely, ich gewinne das Spiel eh, egal was ich mache, denn ich kann es nicht verlieren. Das ist schön eigentlich. Generell wäre aber das Ziel des Spieles, dieses Minispiels, das Interesse möglichst hoch zu halten und gleichzeitig die Beliebtheit bei ihm zu steigern. Bei jedem Gesprächsthema seht ihr zwei Werte. Ihr seht einen Prozentwert und ihr seht einen Interestwert. Der erste Prozentwert ist mal, wie sehr interessiert ihn dieses Thema mal generell. Das wäre jetzt hier 61%. Und das Interest wäre 17 bis 22. Das heißt, wenn ich es jetzt schaffe, dieses generelle Interesse von 61% erfolgreich abzuschließen mit ihm, komme ich zwischen 17 bis 22 Beliebtheitspunkte bei ihm. Bei anderen ist es höher oder niedriger. Mein Ziel sollte es sein, jetzt in der Runde möglichst viel Interesse für die Gesprächsthemen zu wecken und gleichzeitig möglichst viel Beliebtheit abzugreifen. Ich habe es jetzt mal so angeordnet, dass man das hier sieht. Und nochmal, ich muss hier keine Grundbedingungen erfüllen, dementsprechend habe ich mir jetzt auch nicht viel Gedanken gemacht über die Anordnung, sondern einfach mal so angeordnet, wie es möglichst schnell und hoffentlich auch erfolgreich geht. Nachdem ich die Anordnung vorgenommen habe, kann ich auch noch mir noch mal überlegen, soll ich jetzt irgendwas wechseln? Ich kann es immer noch die Anordnung ändern, aber da ich jetzt mehrheitlich zufrieden bin, sollte ich jetzt unten die Conversation starten. Und damit löse ich den Erfolg des Minispiels aus. Wir sehen, der erste ist ein Misserfolg, der zweite ist ein Erfolg, der dritte ist ein Erfolg. Da kommt jetzt wieder ein Erfolg, das ist ein Misserfolg. Bei den Misserfolgen bekomme ich den Boni logischerweise nicht. Das heißt, ich habe jetzt hier 6 Erfolge und 2 Misserfolge. Das gibt mir 17 Beliebtheitspunkte bei ihm, die ich jetzt im Moment erhalte. Damit komme ich jetzt auf den Beliebtheitswert von 18 bei ihm. Wir erinnern uns, unser Ziel ist 200 Punkte, also wir haben nicht wirklich viel erreicht. Wir können jetzt die nächste Unterhaltung starten und damit wieder 2 Energiepunkte einsetzen. Wir bekommen wieder das gleiche Sternzeichen, das ändert sich nicht. Aber was sich geändert hat, ist das Grundziel der Unterhaltung. In diesem Fall spark the interest of Curtis 3 consecutive
Artikel, was auch immer. Ich bin mit dem Englisch gerade mit Aussprache am Hadern, lassen wir es sein. Es geht jedenfalls darum, ich muss das Interesse dreimal hochhalten. Ich muss also dreimal das Gespräch so anordnen, dass es ein Erfolg wird. Zum Glück jetzt in diesem Fall weniger ein Problem, denn die NPCs haben mehrheitlich positive Effekte. Das heißt, ich kann sie wieder frei anordnen, nehme auch wieder den unbeliebtesten am Ende mit einem negativen Effekt, sodass es nicht negativ ist, und versuche aber gleichzeitig die Interestspunkte möglichst hoch zu halten. Also beim letzten zum Beispiel, da gibt ja 29 bis 30 Punkte, das ist verdammt hoch. Es gibt leider, muss ich sagen, es gibt auch Ziele oben zu erreichen als Grundziel, um überhaupt das Gespräch erfolgreich am Laufen zu halten, die man nicht erreichen kann. Wenn jetzt ein Sternzeichen 5 Zeichen bietet, ihr ein Gesprächsthema habt, beziehungsweise ein Gesprächskreis aus 8 Zeichen, und von diesen 8 Zeichen sind 6 positiv und 2 negativ, dann kann es euch passieren, dass das Ziel des Gesprächs ist, 4 Misserfolge zu haben. Das ist nicht möglich mit 2 negativen Gesprächspunkten. Das heißt, das Minispiel könnt ihr nicht gewinnen in dem Fall. Dadurch müsst ihr einfach weiterspielen. Das könnt ihr nicht lösen. Hier in diesem Fall habe ich jetzt aber 26 Punkte bekommen, kann mich jetzt entscheiden, diese 26 Punkte zu bekommen oder das Gespräch weiterzuführen. Diese 26 Punkte, die ich erhalten habe, in die nächste Gesprächsrunde mitzunehmen. Mache ich jetzt. Damit spare ich mir die Energiepunkte fürs nächste Gespräch. Das heißt, ich spiele jetzt immer noch mit denselben 2 Energiepunkten wie davor und musste nicht nochmal 2 neue einsetzen. Wir sehen jetzt aber auch, das Thema des Gesprächs bzw. das Grundziel des Gesprächs hat sich geändert. Dieses Mal muss ich 4-mal erfolgreich ein Gespräch mit ihm führen. Das heißt, ich habe jetzt ein Risiko, diese 26 Punkte zu verlieren, wenn ich dieses Ziel jetzt nicht erreiche. Ihr spielt also immer ein bisschen All-In mit euren bisher erreichten Punkten. Spart dafür aber bei der Energie. Also es ist halt immer ein Risiko. Je nachdem, in diesem Fall ist es halt so, das Minispiel kann ich mehrheitlich fast nicht verlieren. Deshalb habe ich die Punkte mitgenommen und spare mir später die Energiepunkte. Es lohnt sich also. Wenn ihr aber wisst, dass ihr eben jetzt wie im anderen Beispiel beschrieben, es euch blühen kann, dass ihr 4-mal einen Misserfolg haben müsst und ihr aber nur 2 Erfolge haben könnt, dann lasst es bleiben. Hier jetzt das Minispiel ausgelöst und wir sehen, dieses Mal war es richtig gut. Ich bekomme 8 Erfolge und damit bekomme ich jetzt einen Gesamtwert von 113 Beliebtheit. Ich könnte jetzt diese 113 Beliebtheit wieder mitnehmen in die nächste Runde und sie noch mehr steigern mit gut Glück oder sie halt komplett wieder verlieren. Bei 113 ist das kein Thema, deshalb nehmen wir es sofort mit. Und was wir jetzt sehen, ist, die weitere Gesprächsführung kostet mich schon 4 Punkte. Davor waren es ja 2. Je beliebter ihr bei einem NPC werdet, desto mehr Punkte kosten euch das. Deshalb würde es sich jetzt vielleicht lohnen, das nächste Gespräch dann eben weiterzuführen in die nächste Runde. Das könnt ihr 2-mal machen, also ihr könnt 3 Gesprächsrunden führen. Kommen wir mal dazu, ob sich denn das bei vielen NPCs lohnt. Hier habe ich einen ganz, ganz guten Kandidat. Mit dem habe ich mich richtig angefreundet. Der ist in Heiden. Da führt euch die Hauptquest hin und auch zu ihm selber. Und wir sehen jetzt unten links Beliebtheit 1017 und wir sehen ganz viele Symbole im Kreis. Das heißt, das hat sich richtig gelohnt bei ihm. Denn mit diesen 1017 Punkten bekomme ich unter anderem, das ist die Gesprächsoption, die wir jetzt gerade sehen, ein Buff für 25 Energiepunkte. Das heißt, ich kann ihn jedes Mal ansprechen, 25 Energiepunkte einsetzen und ich bekomme einen Buff. Oder mit den 1000 Punkten habe ich Zugriff zu seinem persönlichen Shop. Das heißt, das Angebot, das ich jetzt hier sehe, sehe ich nur, weil ich 1000 Punkte bei ihm erreicht habe. Ich kann diesen Gürtel nur kaufen, weil ich 1000 Beliebtheitspunkte bei ihm habe. Der Gürtel selber ist aber wiederum so, dass ich dafür nicht nur Silber zahlen muss, 58.500, sondern ich verliere auch gleichzeitig wieder die Beliebtheit. Denn wir sehen es, Requirement Amenity 1000. Das heißt also, ich würde auch wieder 1000 Beliebtheit verlieren und damit den Zugriff auf den Buff, denn ich würde dann wieder bei 17 stehen. Der Buff aber bietet mir plus 2, deshalb der Gürtel nicht kaufen, lieber den Buff mitnehmen. So, ich hoffe, ihr seid noch dabei und es war nicht so ausführlich.
kommen wir dazu, wie ihr Wissen sammelt. Ihr habt gesehen, im Dorf NPCs angesprochen. Jetzt kommen wir zur Karte. Denn auf der Karte wird ebenfalls Wissenseinträge vermerkt, sobald ihr das Gebiet entdeckt. Das heißt, alle Fragezeichen, die hier angezeigt werden, sind Wissenseinträge. Zum Beispiel hier unter der Brücke sehen wir, da gibt es einen Wissenseintrag für Days und ein Fischsymbol mit einer Pickaxe. Das zeigt eigentlich an, dass ich hier fischen müsste und hoffentlich einen Days fange und dann den Wissenseintrag für den Days bekomme. Ich kann nebenbei auch einen Rechtsklick auf das Symbol machen, dann gehe ich automatisch dahin, was gerade bei gewissen Wissenseinträgen durchaus von Vorteil ist, weil das in der Höhle sein kann und hier dann oben sucht. Andere Symbole sind zum Beispiel hier Menschen, das ist ein NPC, den man finden kann, ist auch relativ selbsterklärend. Das heißt, hier wäre das ein Veteran, hier wäre es ein Fischer gewesen und so könnt ihr auch die Karte absuchen und euch überlegen, wo denn noch Wissenseinträge stecken. Es gibt bei den Symbolen auch die Symbole jetzt wie hier. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das sieht aus wie ein V, zwei Stecknadeln mit irgendwas dazwischen und wir sehen einen Goblin. Hier wäre es ein Goblin-Elite-Soldat und unten wäre es ein Wolf jetzt gleich zu sehen. Das sind Wissenseinträge, die ihr haltet, indem ihr den Gegner hier so lange bekämpft, also diesen Wolf so lange bekämpft, bis ihr ein Rating bekommt. Wann ihr dieses Rating bekommt, ist absoluter Zufall. Aber sobald ihr dieses Rating bekommt, habt ihr auch den betreffenden Wissenseintrag. Das Gute allgemein an diesen Wissenseinträgen ist, die Wissenseinträge sind auf den Account gemünzt. Das heißt also, ihr nehmt die Wissenseinträge auch auf den Zweitcharakter mit, auf den Drittcharakter und so. Also ihr müsst den Wissenseintrag nur einmal erreichen. Und manche Wissenseinträge sind nicht so einfach zu erreichen. Hier gibt es dieses Baumsymbol. Das Baumsymbol betrifft, entweder müsst ihr das Gebiet entdecken oder im Gebiet etwas Bestimmtes entdecken. Das passiert auch. Und manchmal ist es tatsächlich so wie jetzt hier, es wird überhaupt nichts angezeigt. Ich bin hier auf dem Turm und ihr seht, da ist kein Fragezeichen. Auf diesem Turm gibt es offensichtlich nichts zu entdecken. Wenn ihr die Minimap rechts oben anschaut, gibt es auch nichts zu entdecken. Aber ich stehe ja hier vor der Statue und wenn ich die Statue anklicke, dann kommt ein Wissenseintrag. Gut, das ist noch nicht so schlimm. Auch hierher kommt ihr über die Hauptquest, also ihr könnt die Statue nicht verpassen, das ist Teil eurer Geistesaufgabe. Das ist also eigentlich, ja, kann man noch keinen Vorwurf machen. Aber eben, ich würde ja nicht hier stehen und eine lange Rede führen, wenn nicht irgendwas anderes noch wäre. Ihr seht ja, wie gesagt, oben rechts kein Eintrag. Den Eintrag, den ich gerade bekommen hatte, ist bei Alchemie und Experience and Enlightenment. Da sind noch ganz viele Fragezeichen, noch ganz viele Sachen, die ich entdecken könnte. Aber der Eintrag ist ja erreicht. Warum stehe ich denn noch hier? Hier hinten, hinter der Statue, befindet sich eine Leiter. Wenn ihr diese Leiter benutzt und nach oben geht, klettert an die Spitze der Spitze, an den höchsten Punkt dieses Turmes, sehen wir hier Löwenstatuen, links und rechts. Hier ist eine kaputte Löwenstatue, da hinten ist eine ganze. Und wenn wir jetzt die Löwe untersuchen, poppt wieder ein kleines Infofenster auf und hier steht, wir sollen besser noch die anderen Statuen in der Nähe untersuchen. Das machen wir jetzt, das heißt, wir klettern jetzt über die Statue, das macht ihr am besten mit Space, also der Leertaste. Und klettern darüber und seid vorsichtig, stürzt hier nicht ab. Habt immer einen Blick auf den Abgrund und gehen hier zur hinteren Statue. Die ist ganz im Vergleich zu den anderen. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, das zu untersuchen. Dementsprechend sehen wir jetzt unten plötzlich Look Closely. Das kostet mich jetzt 10 Energie. Davor hat es ja nichts gekostet. Also wenn ich jetzt das hier untersuche, wird mir oben von diesen 21 Energie 10 abgezogen. Warum soll ich denn das überhaupt machen, fragt ihr euch. Na, es gibt wieder einen Wissenseintrag. On Experience and Enlightenment. Dieses Mal den Dragon Watcher. Der ist unten jetzt bei Theologie. Vorher waren wir ja bei Alchemie. Das heißt, das ist ein versteckter Eintrag, den wir so jetzt erhalten haben. Der wurde nicht angezeigt in der Minimap, der wurde nirgends angezeigt. Also entweder habt ihr das Glück, die Landschaft so zu untersuchen, dass ihr solche Einträge findet. Oder es gibt noch die Möglichkeit, bei NPCs die Einträge zu bekommen. Hier befinde ich mich in Kalfjörn, der Hauptstadt.
des Gebiets und vor einer Buchhändlerin. Die verkauft Wissensbücher in ihrem Shop und hier würde sich auch der Eintrag finden, diesen Dragon Watcher. Gerade das, was wir davor erhalten haben. Das heißt, ich könnte jetzt hier 130.000 Silberlinge ausgeben, um den Eintrag zu bekommen. Und gleichzeitig müsste ich 500 Beliebtheit haben bei ihr. Also 500 Beliebtheit erreichen, dann das kaufen, die 500 Beliebtheit wieder verlieren, dann das für die nächste 500 Beliebtheit. Also ihr seht, es ist nicht lohnend. Ich hätte den Eintrag auch so in der Welt finden können. Viele NPCs bieten Einträge an. Nicht alle davon könnt ihr auch in der Welt finden. In diesem Fall ist es aber so. Wenn ihr jetzt schaut, ich habe hier Beliebtheit 1 und ich habe Ökonomie bei ihr 5 von 13. Das heißt, das Gespräch mit ihr zu führen und die 500 Punkte aufzuführen, ist langweilig und langwierig. Ich könnte jetzt aber auch mit F1, das ist das, was ihr jetzt gerade seht, meine Energie einsetzen und so Beliebtheit bei ihr aufbauen. Ist nicht unbedingt lohnend, denn wir sehen, ich habe jetzt Beliebtheit 7. Das heißt, ich habe 2x 3 Punkte eingesetzt, 6 Punkte und damit 6 Beliebtheitspunkte bei ihr erreicht. Rechnet selber aus, wie lange es geht, bis 500 Punkte erreicht sind. Das geht ein Weilchen. Aber das lohnt sich bei NPCs, die euch zum Beispiel eine Quest anbieten für 10 Punkte. Anstatt dann langwierig zuerst das Knowledge zu suchen, dann wieder zum NPC zu eilen, könnt ihr einfach 3 bzw. 4-mal winken, um es richtig zu rechnen, 4-mal winken, hättet die Punkte erreicht und euch wird hoffentlich die Quest angeboten. Falls die Quest nebenbei nicht angeboten wird, kann es sein, dass ihr das Level nicht habt. Brecht das Gespräch ab, sprecht sie wieder an. Vielleicht kommt dann der Eintrag, ansonsten wartet. So, das war sehr, sehr viel Text. Das war nur ein grober Anschnitt. Untersucht die Welt, versucht selbst das Wissen zu entdecken. Und ich wünsche euch in diesem Sinne gute Jagd. Viel Spaß in Black Desert und vielleicht auf ein anderes Mal wieder.